Da war noch kein richtiges Intro, ne? Ein bisschen Erklärung oder irgendwas. Poff, zack, Spiel vorbei, genau. Abspann. Dididim. Ist das eine andere Story zu Teil 1 oder knüpft das an Teil 1 oder was ist hier los? Und was will Bowser von uns? Ah ja. Flatsch. Gut, die gibt's immer noch. Die komischen Sphären. Some fireworks, huh? Who are you? I'm your guardian angel. Here's a bolt. Schon wieder mein Arm weh. Meine Schulter. Why the hell would I need a bolt? Take a look around. Oh, crap. Yep. Toss it into the anomaly. Then while it resets, run like hell. Got it? Oh. Now go. Da so viel zu beachten, ne? Mit Hilfe von Schrauben kannst du Anomalien entdecken, ihre Außenmaße bestimmen und sie sogar zeitweise unschädlich machen. Benutze Tab, um das Rundmenü zu öffnen und wähle mit Maus eine Schraube aus. Ja, habe ich ja schon. Und... Katsching. Da. Oh, nein. Oh, ich bin durchgeflutscht. Glück gehabt. You handled it like a real stalker. Come over here and let's talk. Wohin denn? Ah, siehst du. Easy peasy lemon squeezy. Richter. I knew you could do it. Well, okay, I didn't really know, but I sure hoped you would. Das müsste wirklich mal einer bringen. Und nach dem Abspann, wenn alle angepisst sind, geht das Game los. Ja, ja, genau. Ich muss da immer an Pulp Fiction denken, ne? An den Film von Quentin Tarantino. Wo so die Eröffnungsszene kommt und dann kommt 5 Minuten lang Abspann. Man denkt eigentlich schon fast fertig. Und dann geht der Film erst los. So. Ich wurde angegriffen. I was attacked while on a job. I got hit in the head. And when I woke up, I was in almost nothing but my birthday suit. You're lucky they didn't kill you right away. You should stop by Zalisa and check up with the doc, man. And talk to the bartender while you're there. Zalisa, oder? He knows anything about your attackers. Ja, die Schüsse gehen. Aber sonst? Damn it, man. You wanted to settle some scores, didn't you? Shit. The timing couldn't be any worse. Bastard shot him at point blank. Oh, Alter, ich hab ja gar nichts mehr, ne? Even the sensors. Fuck. Now the entire lesser zone is gonna have to clean up this mess. Why is your ass still here? Head over to Zalisa and keep your mouth shut. Unless you want both of us killed. Ich brauche aber erst eine Waffe oder irgendwas. Ich kann doch da nicht. Wohl war das nicht so, dass tagsüber Frieden herrscht. Dass es nur in der Dämmerung dann losgeht. Lone Stalkers, the bar in Zalisa is open again. The first drink after the emission is on me. Da war wieder der Kantenmaler. Gehen wir da mal hoch. Tagsüber haben sich, glaube ich, nur die Stalker aufs Maul gehauen. Und nachts kam dann der lustige Teil dazu. Ja, ne? Irgendwie habe ich das auch so im Hinterkopf. Hier liegt schon mal nix. Hast du den von AC hierher geballert? Von Assassin's Creed? Verstehe ich nicht, was du meinst. Stehe ich auf dem Schlauch? Oder haben wir ein bisschen was? Achso, die Kantenmaler, ja genau. Der hat jetzt alle Fackeln hat er angezündet. Jetzt kann er wieder Kanten malen. Oh. Hat gerade geruckelt.
aus dem Schiff, ne? Genau. Hab ich gerade eine Waffe gesehen? Ja. Hab ich. Okay. Hui. Da ist wieder Anomalie. Angehen. Ist doch, glaube ich, Zeit für mich. Ja, genau. Da ein Scheißprügel, Schießprügel. Einpacken. So. Erstmal gucken, was er hier noch hatte. Viel hat er. Viel ist gut. Noch ein Scheißprügel. Das waren nur zwei, ne? Ah doch, ne, hier. Viper 5 und einer mit einer kaputten Knarre. So, das können wir mal hier hinpacken. Jo. Okay. Gehen wir mal darin, wa? Hallo. Schorik. You fuck them up pretty good, eh? Ah ja. I didn't expect anyone to step in for me. That's rarer than Mama's bees around here. Aber es sieht gar nicht mal so gut aus, ne? So grafisch. They've got their own shit to deal with. You're new around here, ain't you? I am, to be honest. Yeah, figured as much. But you have definitely taken out a few scumbags in your day. Thanks for having my back. I might be pushing my luck here, but could you lend me a hand with something else? Ich höre. All right, let's hear it. There's four of us at the boiler house, not far from here. Squint, Richter, Gloomy, and myself. Squint is the leader. Richter is his right-hand man, and we just joined Spa, a group. Squint and Richter took off somewhere in the morning, and then me and Gloomy got ambushed by those bandits. I, managed to make a tactical ganz genau, retreat, Teufel. But the bastards... Die Unreal Engine 5, I don't know what they are macht doing alles to andere him, kaputt. I doubt they are throwing him a party. We need to rescue him and make those thugs regret it. Gloomy will find a way to return the favor. Klar mach ich's. All right. Muss ja vorangehen. I'll do it. For real? All right. Don't worry, I won't just send you there empty-handed. I've got a stash close by. It's got everything you need. A gun, some ammo, the whole shebang. Whatever you don't use, consider it yours. Just make sure you've got Gloomy's back, all right? Right. Okay, haben wir irgendwas hier rumliegen, was ich mitnehmen kann? Hast ja gesagt, ich kann mich wie zu Hause fühlen. Und was haben wir jetzt alles so Schönes an Waffen? So, Schrot. Maschinengewehr, können wir mal laden. Dass wir in gewissen Situationen einfach die Waffe wechseln können. Okay, fangen wir mal mit Schrot an. Na klar, der R8, also der 5,2 Liter, ist natürlich auch geil. Wer ist da? Ich wurde entdeckt.
Oh. Ja, 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 Alter. Ich würde die gern... Ach da, erkennen. Keine Munition mehr. Ich habe jetzt schon so ein bisschen das Gefühl, das wird nichts. Aber schauen wir mal. Was halten die aus? Das ist eine Waffe, Mann. Dem geht's ja gar nicht gut, ne? Voll erwischt. Was denn? Alter, beweg dich doch! Ui. Ja, bei dem Auto war keine Beschreibung dabei. Gar nichts. Also null. Dann weiter. Das ist schnell dunkel geworden, ne? Allerdings wissen wir auch nicht, wie spät es war, als ich da aufgewacht bin. Mhm. Also hier ist gerade gar keine Anzeige mehr, ne? Nur nicht mal missionstechnisch oder Kompass oder irgendwas. Gar nichts. What the hell? Oh, dem geht's gerade nicht so gut, ne? Komm. Miese Peter. Well, who sent you? Richter or that asshole Zorik? Putz dir mal die Zähne, Digga. Zorik asked me to get you out of here. He asked you to wipe his ass, that's what he did. You think those goons were brought down here by the Emission? Zorik lost a wad of cash playing cards and garbage, and figured he could hide out here. Well, the fucker wasn't completely wrong. Alter, der gelbe Zähne. Sieht aus wie das Bernsteinzimmer. What are you looking at? Expecting a reward? Check the togs. I'm just glad they left me my suit. Wait a sec. They didn't take the detector. Those... Scumbags think they're too good to dive into anomalies looking for artifacts. Easy to shake down a loner on his way out. Assholes. Ich hab keinen Detektor im Moment, ne? Oder? Ich habe die Option, dass ich schon einen hab. Scheiße, ich weiß es gerade nicht. Aber ich will einen auf jeden Fall. That'll do. Hand it over. Here you go. There's an anomaly in the cave. Appeared right after the Emission. Maybe the detector will help you sniff something out. Thanks for the help, Stalker. But don't count on anyone standing up for you if you run into trouble. You'll be better off that way. Also ist ja schön lippensynchron das Englisch, ne? Jetzt frage ich mich nur gerade, wenn wir auf Russisch umstellen, ob er dann auch
Lippensynchron machen würde. Thomas. Also ich habe schon gesehen, das blendet sich aus, aber... Da. Munition und so ist weg. Aber atmosphärisch, ne, wieder top. Da läufst du in so eine Höhle rein, hast direkt wieder a little bit of panic. Das könnte ich wieder ewig machen. Klick, 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 klick am Licht. Ja, genau. Ja, Kantmaler hat uns wieder ein Zeichen dagelassen. Komm nochmal was hier. So, es geht schneller. Was haben die immer für scharfe Messer? Nicht die Gasflasche treffen. Sonst könnte es zu Problemen kommen. Warte, dann nehmen wir die Schrotflinte. Ihr macht mir Schiss. Laufen da welche oder sind da wieder? Okay. Oder ich brenne. Meter, Alter. Ich bin hier nicht richtig. Erstmal Anomalie. Was ist denn mit dir, Alter? Bist du Freund? Anscheinend. Wow. Wow. So sehen Schweine aus. Hey, hey, hey. Stehen bleiben, wenn ich schießen will. Alter, die Knarre ist immer voll für den Arsch. Oh. Digga. Und dann droppen sie nix. So, was ist jetzt? Okay, wenn ich ganz ruhig bleibe. Das ist ein Grün. Grün ist gut. Jo, was geht? I'm looking for Sauter. Nope. Talk to Gaffer. That's him over there. The Warlock. What do you want? Sit down and stay out of sight. Okay. Three of my men never reported back from their overnight patrol around the Lesser Zone. We found their bodies by the old bridge. Hey, soldier, over here. What do you call three dead wardens up the zone's ass? A good start. Bang. A traitor who goes by Hamster is peddling this service weapon. Hamster. Along to one of those wardens. He got it from Squint. Apologies, Captain. But Zalicia is a free trade zone. We have an agreement with Korshinov. Where is Squint? The zone has its share of secrets. Who are we to meddle in its designs? Playing a wizened stalker sage, are you? Fine. Squint was there for sure. He finished off the wounded and looted their bodies.
Is that the stalker way now? Who am I to judge? If you won't tell me, others will. Seize them! Easy now. Nobody's going anywhere. If you don't want the innocent to suffer, find me the culprit. Das ist aber nicht nett. Well then, in times of war, the law falls silent. War never changes. Hey, Stalker. Might have been you here. Come over here. Let's have a chat. Was geht, Alter? That's how we're all here in Zalicia. Us maniacs are gonna drink all my vodka in the street. If anyone asks, I'm at home and busy. Anyone at all? Anyone. Don't buy into that whole dog and pony show, rookie. Gaffer's been uppity, cause Zod of lets him. If Korshinov was here instead of him, we'd have been standing against the wall already. The captain prefers a more diplomatic approach. So, who should I ask about Sodder? Try Zodov. The ward can find anyone you want as long as you can cut a deal with them, and you're okay with their methods. Or you could ask Gaffer. Just give him some time to get to his house. He's an easygoing guy. He usually helps rookies out, but he's had to deal with a year's worth of crap today. See ya. Good luck. First drinks on the house if you need it. I get the feeling you're gonna need it. Ja, dann geh mal her, so ein Ding. I don't feel like running errands. Got anything good? You still smell like the mainland, tough guy. Feeling bald and audacious already, huh? All right. There's a guy, kind of like you, who owes me some coin. His name is Valik Lux. I need my money back. Sure. I can handle it. I saw him just a couple of hours ago. He headed north, towards the water tower. I don't want his blood on my hand, though. Just scare the kid, shake him down, and get my money. And that's it. 20% is yours. Lumos, you bitch! Don't fuck with me! My patience is running thin. Screw you! Screw you all! Come on, who's gonna be first? Not me. Shut up, you pussy! This sucker screwed. Hey, you! Loner! Come and help some good fellows. Make yourself useful. A dude who likes free stuff. Valik Lumux. Barricaded himself in that shack. Owes me a big pile of dough. And instead of paying me up, he's poking me with a gun. Go and have a nice talk with him, would ya? Calm him down. Make him tell you where to stash. Valik dem Lack feier ich ja auch. Ja, ja, schon. Schon. Oder der Dima Dope. Der Chef hier. Dima Dope. So. Valik Demlak schuldet vielen Leuten Geld. Digga, hinten anstellen. You're not the only one Valik Lummix owes money to. I've come to collect his debt. Why should I give a damn, buddy? First you take care of my problem, then you can take care of yours. Get it? Alter, red mal nicht so mit mir. I can decide it for myself. Die sind nicht die Druiden, nach denen ihr sucht. No bloody problem. See you around. Shoot at his feet. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hallo. Hallo. Knarre. Bewegung. Auf mit der Grenade. Ja, ja, ja. Darf sich trotzdem bewegen. Der wackelt ganz schön hier.
Oh. Auf mit den Granaten, Digga. Nicht, dass sie noch jemand verletzt. Genau, aufs Maul. Putz. I'm screwed. Either I pay off all my debts, or I gotta leave the Lesser Zone for good. Erstmal hier meinen Rucksack voll machen. Können wir uns gleich eine gescheite Waffe aussuchen. So. Das waren jetzt erstmal alle, ne? Ah, guck mal hier. Hätte man auch in die Luft jagen können. Anomalie? Okay. Es ist gerade so geil, dir beim Shooter-Zocken zu sehen. Weil ich es nicht so eklig. Ja, aber das ist ja cool. Das ist ja cool. Ist ja vollkommen in Ordnung. Oh, was haben wir denn hier, Alter? Dafür hatte man im Panikmodus auch mal zielen müssen für die Tonne. Ja, ja, das stimmt. Deswegen, also Dead Island 2, ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde. Das könnte extrem nach hinten losgehen. Okay. Lass mal kurz alles hier dingsen. 9 Granaten habe ich. Geil. Wir müssen das noch immer zocken. Ja, 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 genau, genau. Wo ich das vorhin installiert habe, habe ich wieder Pop-up gesehen. Und habe dann auch direkt gedacht, ah, scheiße, wollten wir doch zocken. So, Balik. Thank you, Stalker. I owe you one. Zahl ja nicht deine Schulden bei Warlock, sonst gibt's auf die 12. Pay up your debt to Warlock first. He promised me a cut. Well, I was going to pay him back, honest. Now? Fair enough, that's the right thing to do. Done. I sent the coupons, both yours and Warlock's. Oh, das ist aber nett. Huh? Bye bye. Come in. I just got money from Valley Lummox. Tell the little shit I said hi. Ich stelle dem kleinen Ficker schöne Grüße. Anyway, thank you, Sucker. Out.